Hallo, grüßt euch und herzlich willkommen zur nächsten Fahrt im Train Simulator 2022. Ich freue mich wieder sehr, dass ihr dabei seid und wir stehen hier in Karlsruhe in der Abstellung mit unserem Eurocity, kommt aus der Schweiz Richtung Hamburg-Altona und wir werden den Zug heute von Karlsruhe bis nach Mannheim fahren auf der Strecke Mannheim-Karlsruhe mit der Baureihe 101. Wir fahren ein Szenario von Lucky God. Vielen lieben Dank an der Stelle mal wieder für dieses Szenario. Wir haben aktuell noch HP0 und müssen hier noch einiges abwarten, damit wir hier rausfahren können. Müssen erstmal hier vorne nach Karlsruhe und dann geht es wahrscheinlich, denke ich, ja, über die Schnellfahrstrecke Richtung Mannheim. Wir fahren aber heute ohne LZB. Warum? Das liegt einfach daran, dass ich Instrumentenbeleuchtung noch an. Brauchen wir Führerstandslicht? Ja, können wir mal anmachen. Das liegt einfach daran, dass ich nie aus der LZB rauskomme, ohne eine Zwangssitz zu bekommen. Da muss ich noch üben. Das mache ich aber besser ohne euch. Und wenn ich da genug Übung habe, dann werden wir auch mit LZB fahren. Die Leuchtmelder hier könnten aber auch so ein bisschen heller sein, ne? Schön. Bin gespannt, was uns heute erwartet. Haben wir alles an? AFB, SIFA, PZB ist an. Richtungswender ist nach vorne. Bremse lösen wir gleich. Ah, schön. S-Bahn. Das ist eine 425er sein, ne? Das sind 218er. Genau. Das habe ich gehört. Und dann dürfen wir, denke ich, rauszubbeln. Irgendwas vergessen? Führerraumleuchte, Lüfter. Lüfter machen wir mal ein. Schön Doppeltraktion ICE2. Herrlich, 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 schön. Fängt schon mal wieder gut an. So, aber die Bremse lösen. Na? Das nach vorne. Ja, kein Wunder, das kann ja nicht funktionieren. So. Wenn man die AFB anhat und auf 0 stehen hat, dann kann man auch nicht losfahren. Auf geht's erstmal nach Karlsruhe hier vorne. Zwangsbremsung. Warum? Ich habe doch gedrückt. Zwangsbremsung. Warum? Zwangsbremsung. Ach, was? Was ein Start. Ich habe doch gedrückt. Ich habe klar ersichtlich gedrückt. Ah, war nur ein Rolltest. War nur ein Rolltest. Das war die SIFA. Ich glaube, das war die SIFA, das war gar nicht die PZB. Herrlich, ja, vorne weg, wie immer. Ich bin natürlich kein ausgebildeter Lokführer und es kann hier zu Fehlbedienung der Lokomotive kommen. Und es wird definitiv auch zu Fehlbedienung kommen. Aber da wir eh noch keine Passagiere hinten drin haben, aber doch, müssen wir eigentlich. Wir kommen aus der Schweiz. Also muss ja schon jemand hinten drin sitzen.
Auflösung. Wir können es auch befreien. Nee. Wir sind nicht befreit. Ja, ich sag das immer gerne vorneweg. Ich spiele das Ganze, weil ich eine riesige Begeisterung für den Schienenverkehr habe, aber natürlich keine Ausbildung auf den verschiedenen Lokomotiven. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob wir schneller fahren dürfen als 40. Jetzt dürfen wir wahrscheinlich schneller fahren, weil der Leuchtmelder ausgegangen ist. Dürfen wir uns sogar befreien. Aber jetzt brauchen wir es auch nicht mehr. Der eh pünktlich. Die AFB auch mal runterdrosseln. Auf 25. Türfreigabe. Schicker Bahnhof hier in Karlsruhe. Ich war hier tatsächlich noch nie. Bin vor Jahren mal auf der Strecke hier gefahren, aber da bin ich in Mannheim losgefahren und auch nicht bis nach Karlsruhe. Nur irgendwie mit dem Regionalexpress da rumgedödelt. Sind offen. Gucken wir uns mal ein bisschen hier um. In der Zeit kommt die S-Bahn. Was haben wir hier stehen? 143er. Dann macht Pause auf der Lok. Was haben wir hier Schönes? TX Logistik. Die European Rail Company. Oh, 110er stehen. Yep. Schön, schön. Hinten noch ordentlich Waggons. Schön. Da steht noch auch noch ein Kollege mit der 101er. Bisschen dunkler. Und dann können wir uns jetzt auf den Weg machen. Genau. Und auf geht's. Nach Mannheim. 23 Minuten haben wir für knapp 60 Kilometer. Oh, schön Parallelausfahrt. Zugbeeinflussung. Aber will der nicht auch auf die Schnellfahrstrecke?
Oder muss der warten auf uns? Nun, er scheint nicht auf die Schnellfahrstrecke zu fahren. Keine Ahnung, wo er hin will. Im Namen der Deutschen Bahn möchte ich auch die in Karlsruhe zugestiegenen Fahrgäste an Bord unseres EC8 von Zürich nach Hamburg-Altona herzlich begrüßen. Unser nächster Halt ist Mannheim Hauptbahnhof. Diesen erreichen wir voraussichtlich gegen 14.37 Uhr. Ja, hier wird die LZB beginnen, aber nicht für uns. Dürfte er eigentlich recht entspannt werden. Kam jetzt auch die Strecke Karlsruhe-Straßburg, kam jetzt raus. Sieht auch ziemlich nett aus. Hier, Einkaufszentrum. Mein Ziel ist es übrigens, irgendwann ohne diesen Hut da unten zu fahren. Das ist auf jeden Fall mein Ziel. Nur den ab und zu mal anmachen, um zu gucken, wie weit es noch bis zum Bahnhof oder so ist. Aber komplett ohne diesen Hut. Regional oder eine S-Bahn auf der Schnellfahrstrecke. Okay. Das ist noch gar nicht die Schnellfahrstrecke, oder? Ein bisschen über die Geschwindigkeitsbegrenzung. Da dürfen wir gleich richtig Gas geben. Ich glaube, es ist auch so die erste richtige Fahrt, die ich im Train Simulator mache. Also seit ich das auf meinem Kanal aufnehme, seit der Neuzeit, sage ich mal, auf meinem Kanal. Okay, die AFB geht sogar nur bis 160. Aus, das macht ja keinen Sinn. Jetzt kommst du da nicht dran. Ach, ey. Na, so. Definitiv schneller als 160 fahren. Wo ist jetzt los? Die Fahrdienstleitung Karlsruhe grüße ich. Im Bahnhof Kamp-Neudorf haben wir aktuelle Signalstörungen. Da bekommst du möglicherweise VR0 angezeigt. Dem ist nicht so, das musst du ignorieren. VR0 im Bahnhof Kamp-Neudorf. Korrekt, darauf gute Fahrt. Ja, alles klar, danke. Ciao. Tschüss. Müssen wir die LZB anmachen, um schneller als 160 fahren zu dürfen? Scheint so, ne? Okay, wir haben also gleich ein rotes Signal, das dürfen wir aber ignorieren.
dürfen Züge in Deutschland also wirklich nur über 160 fahren mit LZB. Ja, ja, ist doch gut. Das wusste ich gar nicht. Ja, haben wir halt ein bisschen Verspätung. Ja, müssen wir das rote Signal jetzt einfach wirklich ignorieren? Oder ich denke mal, dass wir da Befehl 40 drücken müssen. Ne? Streckenkenntnis und weiß noch nicht mal, wann dieser Haltepunkt kommt. Ja, ich muss mich echt mal in die LZB reinfuchsen. Das ist ja echt blöd. So oft fahre ich dann aber auch gar nicht im Fernverkehr. Zumindest nicht so schnell. Sollte eigentlich passen, ne? Wir fahren 160 in der Stunde, das heißt in 15 Minuten schaffen wir 40 Kilometer. Ja, wir haben noch 15 Minuten. Sollte eigentlich passen, ne? Da schaffen wir 80 Kilometer in der Stunde. 160 Kilometer in der Stunde, 80 in der halben und 40 dann in 15 Minuten. Das sollte eigentlich einigermaßen hinkommen. AFB fahren. Wahrscheinlich nicht wenige, die sich gerade am Kopf packen. Aber das ist aber auch schön hier. Die Kirche da. So, Signal. Das ist grün. Was kann ich, dass die Strecke hier so schön ist? Da haben wir das Signal, ne? Genau, da kommt ja auch Graben-Neudorf. So, da würde ich jetzt aber gerne mal... müsste jetzt das rote Signal kommen. Ja. Stand wohl nur Halt erwarten. Ich hatte auch irgendwie auf dem Schirm, dass es die Strecke auch als aufgehübschte Variante durch die Community gibt. Aber die ist gar nicht so. Es gibt ja im Forum, gibt's ja, das kennt ihr ja wahrscheinlich alle, gibt es ja die Kategorien für Freeware-Strecken und für kommerzielle Strecken. Und bei Freeware sind dann halt auch die aufgehübschten Varianten der kommerziellen Strecken drin. Und Mannheim-Karlsruhe ist da tatsächlich gar nicht dabei. Da wurde nichts aufgehübscht, das scheint alles ja, so gut zu sein, wie es ist. Aber Köln-Koblenz, das will ich mir unbedingt holen. A ist die Strecke bombastisch, eigentlich, ne, so von der Lage der Strecke.
Aber die Vanilla-Version von Tafte Games kann man halt einfach getrost einmal einen Müllbeutel reinmachen und dann draußen in die Mülltonne schmeißen. Das finde ich schön. Warum wir da gleich einen Zug? Scheint so, ne? Ne, wir biegen jetzt links ab. Genau, einmal hier nach links. Und dann gehen wir auf die richtige Schnellfahrstrecke. Ich verstehe da Dafter Games halt auch null. Ne? Es gibt so geile Gleise, gerade die aus Konstanz-Willingen oder Freiburg-Basel, Münster-Bremen etc. Holt euch doch einfach dafür die Lizenz, wenn ihr sie nicht habt. Kann ja nicht so viel kosten, dass ihr die auf eure Strecken verbauen dürft. Weil es sind echt, das ist so ein himmelweiter Unterschied, was die Gleise angeht. Ist das eigentlich realistisch, dass hier noch Schotterbett ist? Weil ich meine, die heizen ja auch ICEs drüber. Mit 280 Sachen. Und ich habe mal gelesen, dass ab einer gewissen Geschwindigkeit eine feste Fahrbahn darunter sein muss, weil sonst ja der Schotter hochgesaugt wird und echt Schäden verursachen kann. Darstellen. Ich weiß gar nicht, welche das ist. So, mal hinten reinsetzen, einmal rausgucken. Das wäre halt auch cool, mal so eine Mitfahrt, ne? Aber es ist halt leider nicht so wie in Train Simple 2, dass wir uns im einfach in den KI-gesteuerten Zug setzen können. Das wäre halt auch mega. Einfach mal so mitfahren. Hab ich ja in TSW 2 schon öfter gemacht. Entspannt. Acht Minuten noch. Ja, viel Verspätung werden wir nicht haben. Immer wenn wir hier mit 200 drüber geklotzt werden, dann werden wir auch viel zu früh. Ich schaffe ja die Wagen sowie Lokomotive 200. Also die Lokomotive ja sogar noch mehr, 220. Steht hier irgendwas? Hier steht gar nichts mit Vmax. Ich bin ein wenig irritiert. Ich hatte das glaube ich auch schon mal an TSW 2. Gut, das kann auch an TSW 2 liegen, aber da bin ich auch mit LZB gefahren, da hatte ich auch diese Störung, dass ab 165 km/h dieser Leuchtmelder hier anging und mich zwangsgebremst hat, bis ich eine gewisse Geschwindigkeit erreicht habe. Ja. Aber das sind wirklich so Sachen, was PZB angeht und was Signalkunde und so angeht, da bin ich ja jetzt echt auch ein ganzes Stückchen weiter als noch vor einem halben Jahr.
Aber Rom ist auch nicht an einem Tag erbaut worden, sagt man immer so schön. Zumal das Thema ja auch sehr komplex ist. Es gibt ja auch verschiedene Signalsysteme, KS-Signale, HS heißen die anderen, glaube ich. Da gibt es ja noch Formsignale und ach, was alle gibt. Maverick im Stream gestern, also gestern war Sonntag, ich nehme das Video heute Montag auf. Es kommt wahrscheinlich bei euch an einem Samstag, wenn mich nicht alles täuscht. Das hatte ich für einen Samstag geplant. Da ging es halt auch darum, es gibt halt auch echt schöne Strecken aus Rumänien und Italien und so. Aber ich bin ja froh, wenn ich so nach und nach erstmal das Zugsicherungssystem hier in Deutschland mir verinnerliche. Aber um sich die Strecken mal anzugucken, kann man natürlich auch erstmal ohne Zugsicherung fahren. Ich mir überlege, weil ich spiele schon ewig Zugsimulatoren. Ich habe ja mit dem Microsoft Train Simulator damals angefangen, wo es halt auch echt super geile Strecken gab. Zum Beispiel Hannover-Berlin oder so, das war echt mega. Ich weiß auch, damals bin ich von Kassel nach Frankfurt gefahren, im MSTS. Da gab es echt mega, mega super geile Strecken. Da konnte man auch über die Rendsburger Brücke fahren, oben in Schleswig-Holstein, das weiß ich auch noch. Ja, wenn ich mir denke, wie ich angefangen habe, da habe ich weder gewusst, was ein Zugsicherungssystem ist. Ich habe noch nicht mal gewusst, was ein Sicherheitsfahrschalter ist. Bin immer komplett ohne gefahren. Auch meine Videos, die ich hier 2016 oder so oder Anfang 2017 hochgeladen habe auf meinem Kanal. Wer sich mal kaputt lachen will, der kann sich das mal angucken. Auch noch mit meinem alten Rechner. Komplett ohne Zugsicherung, ohne alles. Ja, wo ich da heute bin, ich bin da eigentlich recht zufrieden. Wichtig ist ja auch der Spaß an der Sache. Ihr habt auch Interesse an diesen Fahrten hier im Train Simulator. Und dann passt das ja alles. Alles prima. So, 15 Kilometer. Noch 5 Minuten. Natürlich können wir ja nicht bis zum Bahnhof durchheizen mit 160. Diese Störung, was ab und zu in der Lok kommt, habe ich mir auch sagen lassen. Das ist irgendwie, wenn irgendein System kurzzeitig die Funkverbindung verliert, kommt da Störung. Was ich halt auch festgestellt habe, ist, ich brauche echt, das heißt einen neuen Rechner, aber ich persönlich würde mir schon gerne, wenn ich jetzt mal kurz meine Frames anmache, ich habe 50 Frames gerade, 51 jetzt, 52 und immer diese Nachladeruckler, obwohl ich die AP-Dateien ja alle entpackt habe, weiß nicht, ob da ein neuer Rechner helfen würde. Ist das an die Zeit gekoppelt, wann die Ansage kommt? Würde mich mal interessieren, ob es da auch eine zweite Ansage gibt, wenn man Verspätung hat. Dass einige Anschlusszüge nicht erreicht werden können. War auch schön hier. Ah, herrlich. Fernlicht anmachen. So. Kilometer, zwei Minuten, sportlich. Sitzt irgendwie gar keiner drin. Keiner will mit mir fahren. Ja,
der gute alte MSDS damals. War der nicht auch von Kuju? Kuju war ja der Vorgänger von Dovetail Games. Die war doch so, ne? Da gab es ja noch Pro Train und Pro Train Perfect und ach, was alle gab. Somit hat alles angefangen. Naja, ganz früh hat es angefangen mit Transport Tycoon. Dann gab es ja Railroad Tycoon. Ich habe echt schon seit frühester Kindheit, seit ich so denken kann, habe ich echt schon Zugspiele gespielt. Und ich dachte echt, der TSW wäre so the next generation. Ist es ja eigentlich auch, aber es ist halt wirklich, man kann es einfach mit dem Train Simulator nicht vergleichen. Obwohl ich sagen muss, neue Spiele haben es auch einfach schwer, ne? Wenn man jetzt zum Beispiel den ETS 2 sieht, den Euro Truck Simulator 2. Ja, ist schwierig, ne, für ein neues Spiel so an das ranzukommen, was der ETS 2 sich über 10 Jahre lang aufgebaut hat oder mehr als 10 Jahre oder hier beim Train Simulator ja auch. Das ist halt nicht so einfach, ne? Schwierig. So, gehen wir mal runter auf 100. Ja, so viel Verspätung haben wir gar nicht. So, einmal runter auf 100, ne, Shift. Aber auch viel in der Abstellung. Eieiei. Da steht aber echt. Ne, das sah nur so aus. Ja, man kann ja ein Spiel wie jetzt ETS 2, was da schon gefühlt 20 Add-ons bekommen hat für verschiedene Länder. Kann man ja nicht mit dem Spiel vergleichen, was heutzutage rauskommt. Ich nehme nur den ATS. Der hatte ja am Anfang auch nur, glaube ich, 2 Bundesstaaten oder 3 oder so. Das muss sich ja mit der Zeit entwickeln. Natürlich vergleicht man, ne? Ja, der Train Simulator, der hat ja so viele verschiedene Strecken und Fahrzeuge. Und, ja. Bremst man eigentlich mit der AFB? Ja, so viel Verspätung haben wir doch gar nicht. Aber ist ja klar wie Kloßbrühe, dass man sowas macht. Ich mache das ja auch. Dieser Vergleich dann halt. Ne? Das ist ganz logisch. Ich meine, wenn man ein Spiel hat, was sich gefestigt hat, wie ETS 2 als LKW-Simulator oder hier Train-Simulator als Zugsimulation oder Landwirtschaftssimulator, wenn da jetzt was Neues kommen würde, das wäre genauso. Hier ein FPS hab. Ja, geht es gleich runter auf 25. Jo. Hat Spaß gemacht, war kurzweilig. Natürlich nicht so viel passiert, aber war nett. Gerade die Durchsage vom Fahrdienstleiter mit der Signalstörung, das hat mir auch gut gefallen.
Türfreigabe. Schön. Einmal die Türchen auf. Und hier könnten wir vielleicht nochmal, bevor das Szenario vorbei ist. Moment. So, noch einen schönen Screenshot machen zum Ende hin. Ja, ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Wie gesagt, der Link zu der Aufgabe ist unten in der Videobeschreibung. Und ich bezweifle, dass jeder seinen Anschlusszug bekommen hat, aber egal. Ab hier übernimmt ein Kollege den Eurocity. Beste Grüße, Lucky God. Grüße zurück, mein Lieber, und danke nochmals für dieses Szenario. Mir hat Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da und ich würde mich freuen, wenn wir uns bei einer meiner nächsten Fahrten wiedersehen. Ciao, ciao.